Ein 4,6-Milliarden-Dollar-Deal ist jetzt in der nächsten Periode des Winters die Grundlage für die Versorgungssicherheit. Vorteile für alle, so glaube ich. Zum einen für die Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union. Wir können davon ausgehen, dass die Transitfunktion der Ukraine für große Gasmengen funktioniert. Und deswegen gerade in Ländern wie Slowakei, Ungarn, Tschechien oder Bulgarien, Rumänien, Österreich genügend Gasmengen gelangen werden. Vorteile für die russischen Partner. Das Vertrauen in Gas wird damit stabilisiert. Und Gasrechnungen, die offen sind, werden in erheblichem Umfang jetzt bezahlt. Und Vorteile für die Ukraine, die sich als Partner im Herzen Europas erweist, als handlungsfähig erweist und die Hilfsprogramme von dem IWF und der Europäischen Union richtigerweise auch in die Begleichung von offenen Rechnungen für alte Gaslieferungen setzt. Was sind die wesentlichen Schritte unseres Winterpakets? Das ist eine Lösung unserer Probleme von heute bis Ende März nächsten Jahres. Während des gesamten Winters für die 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union, aber auch für andere Partnerländer, die aus Russland über die Ukraine Gas bekommen. Ich nenne den Westbalkan, die Länder, die Beitrittskandidaten sind. Ich nehme Moldawien, ich nehme die Schweiz. Der erste Schritt besteht darin, dass die Ukraine das Naftogas sich bereit erklärt, in den nächsten Tagen unverzüglich einen Betrag von 1,45 Milliarden Dollar an Gazprom zur teilweisen Begleichung offener Rechnungen aus Gaslieferungen von November und Dezember letzten Jahres und April, Mai und Juni dieses Jahres zu zahlen. Damit wird die Tür für die Wiederbelebung der Gaspartnerschaft geöffnet. Zweitens wird der Minister Novak und seine Regierung danach unmittelbar eine verbindliche Absenkung der Zölle für Gas um 100 Dollar für die Zeit bis Ende März mitteilen, durch ein Dekret der russischen Regierung. Drittens hat die ukrainische Seite die Option, keine Pflicht, die Option, in den Monaten bis Ende März Gasmengen nach Bedarf zu bestellen. Zu einem vereinbarten festen Preis, der auf einer vereinbarten Formel beruht und der in den nächsten Monaten bei 3,85 oder etwas unterhalb Dollar auf 1000 Kubikmeter sich belaufen wird. Diese Option gilt bis Ende März. Dafür leistet die Ukraine Vorkasse. Sie bestellt die Menge, die Rechnung kommt, sie wird bezahlt, das Gas wird geliefert. Für den Bedarf innerhalb der Ukraine und damit für die Stabilität des gesamten Gasversorgungssystems. Sie werden fragen, ist die Ukraine zur Vorkasse in der Lage? Ja, sie ist. Die Ukraine hat und Naftogas, ihre Company, eigene Einnahmen. Sie haben im Haushalt der Ukraine Mittel für den Gaseinkauf bereitgestellt. Hinzu kommt, dass die Europäische Union und ganz stark der Internationale Währungsfonds Hilfsprogramme in diesem Jahr beschlossen hat und vollziehen wird und für das nächste Jahr Hilfsprogramme in Aussicht gestellt hat und mit Sicherheit bald beschließen kann. Und dadurch wird die Ukraine ertüchtigt, mindestens 4 Milliarden Kubikmeter an Gas, gegebenenfalls mehr, gegen Vorkasse zu bezahlen und zu bekommen und damit die Versorgungssicherheit zu garantieren.